Wir haben in einer WG gewohnt, zu dritt, und haben da unser Produkt gemacht. Alle haben auch gesehen direkt, dass es nicht unbedingt eine gute Idee ist. Das haben wir dann auch irgendwann gemerkt, so okay, vielleicht sollten wir nicht immer in einer WG arbeiten. Für alles ist es besser, um das irgendwie ein bisschen zu trennen, Arbeitsraum und wo man lebt. So kamen wir dann ein bisschen auf die Idee, auch ein Studio irgendwo zu finden. Ist ja auch sowieso für den Werdegang gut, wenn man irgendwann auch einfach einen professionellen Arbeitsraum hat. Und das haben wir dann initiiert. Wir sind Tumult Kollektiv und wir beschäftigen uns mit Ton- und Musikgestaltung für Videospiele und sitzen hier schon seit 5 Jahren in Berlin und sind immer noch da. Da haben wir schnell entdeckt, dass halt die Spezifikationen, die wir brauchen, so präzise sind. Also zu dritt 3 Räume, die irgendwie voneinander getrennt sind, wo wir dann arbeiten können, was halt isoliert ist, wo man keine Nachbarn hat, die man stört. Das waren alles so Gegebenheiten, das hat es nicht sehr leicht gemacht. Und dann haben wir irgendwann gedacht, so, okay, vielleicht können wir ja das irgendwie selber einigermaßen gestalten. Ich glaube, 2019 oder so sind wir beim Medianet Berlin-Brandenburg dazu gekommen als Mitglied. Und die haben dann, als Corona dann eingesetzt hat, so Online-Meetings, Meet-and-Greets gehostet. Unter anderem war dabei eine Coachin von der IBB. Und sie hat uns dann wiederum auch geraten, diese Förderung zu beantragen. Dafür sind wir natürlich ihr endlos dankbar. Erstmal den ersten Antrag schreiben, der wird dann schon bewertet und nur wenn der auch angenommen wird, kommen erst die nächsten Schritte. Also dann, das fand ich auch angenehm, weil dann hat man am Anfang nicht schon den ganzen Aufwand, sondern man kann erstmal einen Teil machen und sieht dann, ob es Sinn macht, weiterzumachen. Und dann hatten wir auch immer wirklich eine super Beratung von der IBB. Also das fand ich wirklich gut. Jedes Mal, wenn irgendwas undeutlich war oder wir irgendwie am Zweifeln waren, konnten wir immer anrufen. Es wurde uns sehr deutlich und freundlich immer geholfen und erklärt. Für mich ist es sogar so, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir die Sachen schon früher gekannt hätten. Der Investitionsbonus hat uns einfach extrem viel hier ermöglicht, um das zu gestalten, wie wir das vorhaben. Also sonst wäre das überhaupt nicht in diesem Maße möglich gewesen. Und es gibt einem auch, glaube ich, einfach so ein bisschen nochmal so einen Kick. So, ey, cool, wir haben auch diesen Zuschuss bekommen. Und irgendwie gibt einem auch so ein bisschen nochmal das Selbstbewusstsein, das vielleicht umzusetzen. Ja, die Ruhe, die wir bekommen haben, jetzt, dass wir Arbeit und privat etwas mehr getrennt haben, das hat schon viel gebracht. Und ich glaube, dass mit dieser neuen Arbeitsstruktur können wir auch so professionell entwickeln, auch in unserem Sound. Zum Beispiel, wir können hier viel leichter Musiker einladen, um hier aufzunehmen. Das machen wir jetzt ganz oft. Und wir können endlich mal so auf Speakers arbeiten. Das hat derzeit in unserer letzten Arbeitswohnung Platz, hat es auch geklappt, aber dann hat man so bestimmte Limitationen, dann fühlt man selber auch, dass man nicht zu laut arbeiten würde. Aber hier ist es schon anders, das Gefühl zu haben, dass niemand dich hören kann. Und das gibt das Gefühl für Experimentation auch mehr Freiheit.